für Jahr kommen Frauen um die 20 und drüber nach New York. Auf der Suche nach den zwei L. Labels und Liebe. Scharfes Kleid. Vor 20 Jahren war ich eine von ihnen. Hallo, herzlich willkommen zu Rudi TV, heute aus Salzgitter. Wir haben heute zwei Studiogäste eingeladen, die für uns Frauen etwas ganz Besonderes mitgebracht haben. Hallo Rudi. Hallo. Hallo Amma. Hallo. Mensch, schön, dass ihr heute hier seid. Was habt ihr uns denn Feines mitgebracht? Ja, ich und Amma, wir sind ja immer jedes Wochenende so auf Männertour ohne Frauen, verstehst du? Damit wir auch mal ein bisschen Spaß haben. Ne? Die Frauen sitzen ja nur zu Hause und müssen halt die Strümpfe stopfen, am Herd kochen, abwaschen. Naja, was halt so eine Frau machen muss. Ne? Dafür ist ja halt da, dass sie zu Hause sitzt und den ganzen Haushalt macht, sie auch die Fenster mal putzt und so weiter, ne? Die Kinder verpflegt, einkaufen geht, mir vielleicht mal ein Bierchen auf den Tisch stellt oder eine Zeitung in die Hand gibt, den Fernseher einschaltet, umschaltet das Programm, was man sich wünscht. Die liest mir ja schon mal alles von den Augen ab. Deshalb haben wir uns mal gedacht, wir lesen jetzt mal den Frauen und machen mal so einen Frauenabend und laden die ganzen Frauen ein, wo wir mal einen schönen Abend haben werden zusammen. Gut, dann habe ich gleich noch zwei Fragen. Wer von euch hatte denn die Idee dazu? Tja, ich musste da, dass wir eigentlich beide drauf gekommen. Das kam so spontan. Wir saßen da bei mir im Garten und haben mal drüber nachgedacht, wie wir die Frauen glücklich machen können. Und dann ist irgendwie das Thema Sex gefallen und dann kam halt das Thema Sex in the City, weil das ja ein reiner Frauenfilm ist und die Frauen stehen ja alle drauf. Gut, also verstehe ich das jetzt richtig, dass ihr den Film dann zeigt, Sex in the City für die Frauen. Und was habt ihr dann noch so geplant dazu? Ja, ich habe dann noch ein Catering von Käfer organisiert, von Berlin. Da kommt das Catering halt her, dann haben wir noch halt Security organisiert, damit ja keine anderen Männer kommen, weil es sind ja nur Frauen geladen, Männer zugelassen sind nur wir beide. Ja, wir beide teilen ja nicht gerne. Verstehst du? Ja, verstehe ich schon. Und warum nur ihr beide? Was macht ihr denn da? Welche Funktion erfüllt ihr da? Ja, eigentlich alles das, was die Frauen gern möchten. Ihre Träume erfüllen, diese, wie sagt man so schön, nie erfüllt haben können, weil wir Männer ja stur sind. Und ja, toll. Tja, das war's. Jetzt ist ein kleiner Break. Gut, Rudi, wie sieht das denn bei dir aus? Was stellst du dir denn unter den Arm vor, so als Mann? Warum dürfen nur die Männer da sein? Ja, ist ja klar, wir können nicht teilen, habe ich doch schon mal gesagt, ne? Ich meine, wir würden dich natürlich auch gern einladen, ne? Stell dir das mal vor, wir beide sitzen da schön bei Mondschein, verstehst du? Prosecco, ne? Nicht nur ein Käffchen, eine ganze Kanne Kaffee würde ich dir natürlich zur Verfügung stellen. Das ist lieb gemeint von dir, Rudi, aber du weißt doch, ich muss da mal arbeiten und ich habe an dem Wochenende gar keine Zeit. Ja, aber du musst doch bei uns moderieren. Wir brauchen noch jemanden, der das Mikrofon hält. Ja, aber ich bin schon ausgeputzt. Ich habe den Abend leider keine Zeit für dich. Wir haben doch drüber gesprochen. Hallo? Auch wenn ich gerne wollte. Gut, Amma, du hast mir mal gesagt, du möchtest die Gelegenheit nutzen, wenn du schon mal hier bei uns bist, deiner Freundin was zu sagen. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Möchtest du ihr einen Heiratsantrag machen? Ja, einen Heiratsantrag nicht, aber ich möchte ihr eigentlich nur mal sagen, hallo Schatz, Ines, ich möchte eigentlich nur mal sagen, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Da du ja immer rummeckerst, dass ich dir meine Liebe nicht so zeige in der Öffentlichkeit und der Stadt auch nicht so. Und hiermit sage ich dir, ich liebe dich von ganzem Herzen und da werden deine Freundinnen das jetzt auch alle sehen. Als Beweis werden wir auch in einer gemeinsamen Wohnung ziehen und ja, das ist jetzt alles blöd. Schatz, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du weißt, ich kann das nicht so sagen, aber es ist wirklich so, ich liebe dich. Ja, dann ist unsere Zeit auch leider schon wieder um, des gemütlichen Plauderns. Mein Angebot steht aber noch, ne? Ich bedanke mich für euer Kommen. Der Rudi hat noch was vergessen. Die Security sind natürlich keine Männer, nur Frauen. Ne? Weil es dürfen ja keine Männer da sein, außer wir beide. Okay, und zweitens, wir werden in Slip und in Kochschürze in den 70er Jahren so mäßig die Frauen beglücken und bedienen. Das hast du aber schön gesagt. Ja, nun ist die Zeit leider schon um des gemütlichen Plauderns. Mein Angebot steht aber noch. Ich bedanke mich für euer Kommen und gebe ab zu den Nachrichten. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier zu den Kurznachrichten von Rudi TV. Amerika. Ölpest. Selbst die Schildkröten leiden unter der Katastrophe und können das Land nicht verlassen. Dänemark. Aus geheimer Quelle wurde uns mitgeteilt,
dass die Kopenhagener Meeresjungfrau erneuert werden soll. Die Stadt steckt 1,5 Millionen in dieses Projekt. Schottland. Die neuesten Bilder belegen, Nessie gibt es doch. Oh, hier noch ein paar Eilnachrichten. Deutschland, Salzgitter. Mitarbeiter der Firma Karliczek werden aus allen Abteilungen wie Buchhaltung, Dekoration, Reinigungsteam und Coaching prämiert. Ausgezeichnet wurde diesen Monat als Mitarbeiterin des Monats Sabine Rudolf. So, meine Damen und Herren, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem Spielfilm.